Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein Fahrzeug richtig betankt. Wir sitzen hier in meinem Auto und schauen uns jetzt als erstes mal die Tankanzeige an. Dazu schalte ich die Zündung erstmal ein. Und dann werden wir recht schnell feststellen, dass hier schon die Reservelampe an ist. Das heißt, wenn die angeht, hier blinkt es jetzt auch auf. Für ca. 70 Kilometer reicht der Sprit noch. Das heißt, wenn wir jetzt eine längere Fahrt vorhaben, sollten wir vorher tanken fahren. Das werden wir ja jetzt auch machen, damit ich euch zeigen kann, wie es funktioniert. Wir behalten hier schon mal die Zapfsäule im Auge. Hier könnt ihr einen Pfeil sehen neben der Zapfsäule. Dieser Pfeil zeigt an, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Das müssen wir natürlich berücksichtigen, wenn wir jetzt an die Tankstelle ranfahren. Wir sind jetzt angekommen an der Tankstelle und fahren jetzt natürlich so ran, dass wir auch den Tankdeckel auf der rechten Seite haben, beziehungsweise die Zapfsäule auf der rechten Seite. Das haben wir ja vorher geguckt über den Pfeil. So fahren wir ran und halten ungefähr auf Höhe des Tankdeckels Zapfsäule an, damit wir dann das Fahrzeug betanken können. Dazu stellen wir dann den Motor ab und steigen aus dem Fahrzeug aus. Jetzt müssen wir den Tankdeckel öffnen. Das ist natürlich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Meiner ist über die Zentralverriegelung abgeschlossen. Das heißt, ich kann ihn einfach so aufdrehen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir überhaupt tanken dürfen. Das steht in der Regel hier im Tankdeckel drin. Sollte das mal nicht mehr der Fall sein, dass der Aufkleber hier einfach kaputt, abgewetzt oder nicht mehr lesbar ist, schaut im Bordbuch nach. Wir haben hier, was wir haben müssen, und das gleiche suchen wir uns jetzt hier an der Zapfsäule auch aus. Hier können wir das sehen. Super E10 oder auch normal super würde gehen bei unserem Fahrzeug. Ich nehme das E10, ziehe jetzt hier den Rüssel raus und lege diesen jetzt hier in meinem Tankstutzen rein. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, das Fahrzeug zu betanken. Zum einen macht ihr das manuell, indem ihr das so lange haltet, wie ihr tanken wollt, also bis die gewünschte Menge erreicht ist, oder bis der Tank voll ist, dann schaltet die Pistole automatisch ab, oder ihr macht es über diesen Schalter hier. Das heißt, ihr klemmt die Zapfpistole hier ein . Wenn ihr das dann eingeklemmt habt, läuft es automatisch weiter. Hier könnt ihr dann den Betrag sehen. Wir merken uns auch schon mal den Tankplatz. Das brauchen wir nachher fürs Bezahlen. Und jetzt warten wir, bis das Ganze vollläuft und dann automatisch abschaltet. Jetzt habt ihr gesehen, die Zapfpistole hat automatisch abgeschaltet. Es kann hier also nicht überlaufen. Das ist halt durch den Schutz gewährleistet. Jetzt ziehen wir das Ganze hier wieder raus. Tropfen das ein bisschen ab, damit wir unser Auto nicht dreckig machen, und hängen die Zapfpistole hier wieder ein, schauen nochmal auf den Tankplatz und gehen jetzt zum Bezahlen über. Das könnt ihr entweder mit Karte machen oder bar. Vorher machen wir natürlich noch den Tankdeckel zu und schließen auch unser Fahrzeug ab. Das ist ganz wichtig, damit da niemand rankommt. Jetzt habe ich den Betrag bezahlt, jetzt schauen wir nochmal nach. Der Tank sollte jetzt voll sein. Wir machen die Zündung wieder an und siehe da, der Tank ist voll. Was ich immer noch mache, dass ich den Tageskilometer- oder Tripkilometerzähler dann wieder auf 0 zurückstelle und dann kann ich wieder weiterfahren. Der Tank sollte jetzt für gute 800 Kilometer reichen. Dann muss ich das nächste Mal wieder tanken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!